Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Moonlighter. Heute werden wir natürlich wieder in den Dungeon gehen, wie jeden Tag. Pinky, was wollen wir heute machen? Wir gehen in den Dungeon und dann verkaufen wir das ganze Zeug und dann wollen wir die Welt an uns heranreißen. Irgendwie so ähnlich ging das, ne? Und die Weltherrschaft an uns heran... die Weltherrschaft an uns reißen, so ging das. So, ich brauche zwei Heiltränke. Dankeschön. Tschüss. So. Rein theoretisch. Was brauche ich, um mein Schwert noch zu verbessern? Oh, kann ich nicht mehr. Wesen will ich ja nicht verbessern. Wie sieht es eigentlich jetzt aus mit dem Bogen? Oh nein, ich habe die Hölzer wieder verkauft, ne? War ich so blöd? Muss ich neue Hölzer sammeln? Ich glaube schon. Ah, ich habe nicht dran gedacht. Ich bin ein alter geldgieriger Sack. Ich denke nicht an sowas. Ja, Hölzer und... Ja gut, die Nuggets geht schnell. Die Hölzer eigentlich auch. Aber wir können eigentlich... oder auch nicht. Weil ich so viele Sachen verkauft habe. Geiz ist geil! Kacke. Kacke, kacke, kacke. Naja, müssen wir alles neu sammeln. Was soll's. Ja, dafür haben wir richtig Knete gemacht, unsere Laden verbessert, jetzt können wir viel mehr Gegenstände ausstellen, müssen nicht mehr so oft den Laden aufmachen. Können öfters in den Dungeon rein. Ich denke, das ist ganz gut, wenn wir öfters im Dungeon sind. Ist auch ein bisschen spannender als zu verkaufen. Also ich finde beides spannend. Für mich ist beides nicht so schlimm. So, ich hasse euch. Stimmt, nachts muss ich mal wieder in den Dungeon, ne? Da findet man ja die geilen Sachen. Hallo, schlag mal auf mich zu. Hallo, schlag zu. Schlag zu. Das ist auch nicht schlecht. So, gib mir den guten Stuff. So, was haben wir hier? Das ist nur einer, ne? Oh, ich meine, wir können es einfach verkaufen. Gebe ich einen Scheiß drauf. Ich plag mich doch nicht mit einem so einem Gegenstand rum. Was soll denn das? Und was ist mit dir nicht in Ordnung? Warum steckst du zu, obwohl ich nicht, gar nicht da bin? Ja, doch Probleme, der Typ. So, oh Gott, nein! Es ist Hans-Dieter. Oh, Hans-Dieter, lass mich bitte in Ruhe. Oh, ich hasse dich wie die Pest. Ich hoffe, du stirbst einen qualenvollen Tod. Oh, ist er ja gerade schon. Huppla. Das war der falsche Weg, Jungs. Ich muss mehr darauf achten, ob die Türen offen sind. Es hat nämlich sehr wenig Sinn, hier noch rumzulaufen. Weil hier die Sachen halt wirklich nicht mehr wertvoll sind. Aber hier ist eine Truhe. Die Truhe nehme ich natürlich. So, direkt mal gucken, was da drin ist. So. Huch. Zerstört bei Rückkehr einen dieser Gegenstände. Brauche ich auch nicht, ne? Ich kann die ja auch so finden, ohne dass sie verflucht sind. Dafür brauche ich die nicht. Ja, die Tür ist offen. Haut rein, Jungs. Eine Leiche. Hä? Was ist das? Kaputter Streitkolben. Ach, da ist das Ding. Scheint ja nicht so wertvoll zu sein, aber ein neues Item. Ich würde gerne jedes Item einmal verkaufen. Danke, du Arsch. Ja, toll. Abgeschlossen. So, weiter geht's. Nicht lang abwarten, Freunde. Einfach weiter. Natürlich direkt den falschen Weg gegangen, weißt du? Jetzt ist da bestimmt das nächste Level. Einfach einmal geradeaus. Das geht auch.
Kurz voll heilen. Ich will nur das nächste Level, Blob. Du kannst mich mal am Arsch lecken, ich mag dich nicht. Ah. Ein fetter Kristall aus dem raus. Ah, das nächste Level. Danach habe ich doch gesucht. So, ich würde gerne, bevor wir den Boss jetzt angreifen, definitiv erstmal die Rüstung kaufen. Ich weiß jetzt nicht, wie stark hier die Bosse sind. Haut rein, Jungs. Mit euch lege ich mich nicht an. Ich gehe in die Richtung. Wirklich wesentlich besser ist das hier nicht. Ah, eigentlich schon. Doch, doch, doch. Ja, wesentlich besser. So, was haben wir hier? Nochmal 4. Flucheffekt. Du kannst mich mal, Flucheffekt. Dich würde ich mitnehmen, tatsächlich. So. Und Heilung. Gratis Heilung brauche ich jetzt gerade nicht. Huch, huch. Ah, das ist eine Mimik. Das sehe ich doch von hier aus. Sonst würdest du dich da nicht aufhalten. Kleiner Drecksack. Hallo? Okay, es war doch keine Mimik. Aber ich hätte schwören können. So, noch mehr von dem Zeug, noch mehr von dem Zeug. Oh. So, wie wertvoll warst du? Dich habe ich noch gar nicht verkauft, ne? Ich würde... Gibt es keine Schnelltaste zum Verkaufen? Das würde ich feiern. Oh. Ich würde gerne ins nächste Level. Oh, danke. Genau das wollte ich. Hier gibt es nämlich den heißen Scheiß. Was ist das denn für Pokémon? Das sind Pokebälle. Und eine sehr seltsame Truhe. Holy shit! Okay. Geh du mal rüber. Du gehst mal dahin. Warte. Zerstört? Achso. Zerstört. Das ist nicht gut. Zack. Zerstört. Wieso wollt ihr euch alle immer gegenseitig zerstören? Was ist ein neuer Problem? So, die drei kann ich auf jeden Fall verkaufen. Ja, super. Lass das Zero. Du bist der Beste. Gegenstand geht kaputt, wenn du zu viele Treffer hältst. Oh, verkaufe ich mal. Wie viel kriege ich dafür? Oh, ziemlich viel. Gegenstand geht kaputt. Das ist doch kacke. Ihr seid alle kacke. Ihr seid doch alle kacke. Oh, 4. Oh. Oh, diese Flüche, ne? Das ist ein richtiger Fluch. So, dich verkaufe ich so. Von dir habe ich ja nämlich nicht so viele und dich verkaufe ich auch so. Genauso wie diesen scheiß Schleim. So, dann verkaufe ich dich auch. Was steht da? Geht kaputt, okay. Boah, ist schon ziemlich wertvoll. Ja, das genauso. Ich glaube, ich setze gleich so ein Portal ein. Du weißt jetzt nicht so... Ich weiß nicht mal den Wert von dem Scheißding. Nicht wirklich wertvoll.
Ganz ehrlich. Jetzt so ein scheiß Portalding ins Kirchensein hier. Wenn du diesem im Leben Geld anvertraust, öffnet sich der Dungeon-Portal. Die Frage ist, ist es am nächsten Tag immer noch offen? Oh, ich habe den Timer gar nicht gesetzt. Kacke. Aber ich wollte nachts sowieso hier nochmal rein, also von daher. Zurück zur Stadt. Ah, das ist das Problem, weißt du, man arbeitet sich bis in den dritten Teil vor, hat richtig Geld in der Tasche oder Items in der Tasche und kann einfach nichts damit machen. So. Keine Ahnung, würde ich sagen. Ja, ist halt seltener Gegenstand, ne? Also, was willst du da machen? 500 war in Ordnung. Dann machen wir 130 draus. So, okay. Ach, wir haben hier noch mehr. Stimmt. Oh, guck mal hier die Vase. Spendable Kunden. Jeder Besucher legt seinen Zahlungen ein großzügiges Trinkgeld bei von Shop Gesamt 120. Oh. Also 20% wahrscheinlich, ne? 20% Plus haben wir gemacht. Gut, ich will ja nur ganze Stacks verkaufen. So, ich würde sagen, alles, was nicht von uns gesucht wird, beziehungsweise gesucht wird, ja, das landet halt erstmal da drüben. Alles, was wir suchen, das landet hier drin. Und am besten alles noch schön sortiert. Ich hätte gerne echt so einen Sortieren-Button, ey. Das vermisse ich gerade sehr. So habe ich halt eine Truhe, wo ich nur die Sachen lagere, die ich brauche, ne? Oder eine Truhe, wo ich, ja gut, einen Schleim brauche ich auch zum Beispiel. Also Schleim ist ja sowas Grundsätzliches, was man braucht. So. Jetzt gucken wir, welche Stacks wir voll haben. Wir haben die Bücher voll. Mit 400 waren sie ganz zufrieden, ne? 420. Du bist, denke ich mal, auch ein Stack. Du bist ein Stack. 120. Hä? Aber die habe ich doch schon mal verkauft. Ja, für 85 damals, ne? Gut, ansonsten haben wir keinen Stack voll. Doch, hier haben wir noch einen Stack voll. Wird auch gerade sehr verehrt, das Zeug. So. Dann packen wir dich noch hier rein. Ups. Jetzt geht das plötzlich, dass man austauscht, oder was? Oh, 5er Stack. So. Und hier kommen die noch nicht voll gesteckten Dinger rein. Habe ich noch Platz unten? Ich brauche viel mehr Zeug, was ich verkaufen kann. Egal. So, dann gehen wir mal wieder in den Dungeon rein. Jetzt ist es sowieso abends. So. Ich finde, es hat sich gelohnt, mal hier 2000 auszugeben, weil wir kriegen ja jetzt auch viel mehr Geld zusammen, wenn wir länger hier unten hier im Dungeon sind. Ganz ehrlich, das lohnt sich schon für 2000. Und tschüss, ja. Wieso sind die Gegner wieder da, oder was? Fuck. Nein. Oh, ich hasse euch wie die Pest, ey. Zwei meiner schlimmsten Gegner. Ganz ehrlich. Wer hat euch ins Gehirn geschissen? Nein, bitte. Tut mir nichts. Ja. Das ist doch nicht euer... Verdammt. Ich könnte weitergehen, aber ich bin zu gierig. Drecksbastard, ey. Na gut, besser als getroffen zu werden. Hass. Ich verspüre einfach grundsätzlich Hass gegen diese Bande. Ich freue mich schon auf den nächsten. Ich hätte einfach durchrushen können, ne? Aber wenn die Feinde wieder da sind, müssten die Truhen nicht auch wieder da sein? Ja, tatsächlich.
Oh, stimmt. Da war ja was. So. Das ist cool. Machen wir das mal so. Du gehst rein. Oh, die Peitsche! Sendet Gegenstand gezackte Richtung sofort den Laden. Ja, machen wir das einfach damit, ne? Habt ihr Fleischpeitsche gefunden, Freunde? So, was machst du? Gegenstand geht kaputt, wenn er... Okay. Du bist auf jeden Fall so gut wie kaputt. Das freut mich. Ich muss einfach die Truhen sammeln, Leute, ganz ehrlich. Oh. Der scheiß Zauberer versteckt sich da. Hä? Ich hasse diesen Block, ne? Das ist mein Erzfeind. Ich hab ihn getroffen, Drecksvieh. Mein Erzfeind, Freunde. Mein Erzfeind. Au. Egal, wir gehen gleich in den Pool. Alles gut. So, wieder etwas. Was haben wir hier? Flucheffekt eines angrenzenden Gegenstands blockiert. Okay. So, sendet Gegenstand sofort in den Laden. Ja. Noch mehr, ich kann so viel in den Laden schicken. Alter Schwede. Okay, pass auf, dann gehst du dahin. Du gehst dahin. Und dann schicke ich den Verfluchten hier nämlich in den Laden. So. Und weil ich diese Fleischpeitsche brauche, werden wir sie nämlich auch in den Laden schicken. Falls ich nämlich sterbe, habe ich immer noch die Fleischpeitsche. Zack. Ja, perfekt. Na gut, einmal kurz den Brunnen besuchen. Mich voll heilen. Ah, ja. So. Ach, die Truhe bleibt aber. Na gut. Aber wir können eigentlich... Wollen wir in das nächste Level rein? Ich könnte natürlich noch zu den anderen Truhen, ne? Ach ne, weißt du was, leck mich. Gehen wir zum Boss. Probieren wir den Boss. Wir haben jetzt die Fleischpeitsche, also was soll uns passieren? Hallo, du bist eklig. Nein, du bist so ein Riesenblob. Das ist ein Riesenblob. Stirb, Riesenblob. Autsch, 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 autsch. Hä? Wirft er jetzt mit dem Stein nach mir? Tatsächlich. Was? Wieso bist du angemalt? Au, au! Ich hasse euch. Das mein Erzfeind ist. Er will sich rächen. Oh Mann, ey. Warum? Warum? Naja, ich habe jetzt die Fleischpeitsche, aber was soll ich denn damit? Vor allem, wo wurde sie reingeschickt? Hier? Nein. Eigentlich können wir direkt los. Da ist die Fleischpeitsche, ja. Ja, das freut den Zero richtig. Ja, ich bin jetzt richtig begeistert. Ich hätte die Teile hier oben hin tun sollen, die ich... Oh. Ja, wer denkt auch schon dran, dass er stirbt? Ich brauche unbedingt Rüstung. Na komm, wir müssen ins dritte Level und da ein bisschen farmen. Ich
könnte rein theoretisch. Wieso hast du keinen Preis? $220 war noch zu billig, $270 zu teuer. Öffnen wir kurz den Laden, verkaufen wir das Scheißzeug hier. Kommen Sie näher, kommen Sie ran. Ah, das ist bitter. Ja, ich gehe in dieser Folge auf jeden Fall nochmal kurz rein, sonst fühle ich mich unbefriedigt. Eigentlich müsste die Folge jetzt enden, aber wir gehen nochmal kurz rein. Was, Freundchen? Was war das gerade für ein Zeichen? Ein Held! Oh Scheiße, ich muss Sachen verkaufen. Wie, du klaust, währenddessen ich Sachen verkaufe. Verpisst. Oh, das Schwert ist zu teuer. Halt! Du Dreckiges! Er hat geklaut. Er hat einfach geklaut. Ein Schnösel. Ein Schnösel. Wo willst du hingehen? Verdammt. Gehst du hier? Hier ist nur 2000, mein Freund. Hey, er wollte es nicht kaufen. Schade. Na toll, jetzt kauft er den Scheiß. Aber jetzt kommen auch Helden. Das Schwert habe ich für wie viel verkauft? Das ist jetzt ziemlich weit oben. Ja, 1000. Na gut, dann können wir uns gleich wenigstens unsere Ausrüstung verbessern. Der dreckige Dieb hat einfach geklaut. Ich fass das nicht. Ey, Freundchen, jetzt warte mal kurz eine Sekunde so. Was? Ich war gar nicht mal so weit weg. Noch ein Schnüsel. Na ja, toll. Habe ich noch was zu verkaufen? Ich weiß nicht, gibt es davon. Hier, komm, nehmen wir das. So. Unten packe ich echt nur noch die wertlosen Sachen hin. Da können die Diebe meinetwegen klauen. Da ist mir das egal. So, Wertsteigerung. Ach Gott. Ups. Wertsteigerung. Oh Gott. Achso, kein Platz mehr. Und Wertsteigerung. 300 war in Ordnung. 320, so. So, und hier kann ich auch noch das Ding hier platzieren. Das war damals, so, genau richtig. Aber hat eine Wertsteigerung, okay. Oh, der Schnüsel kauft's. Danke, meine Damen und Herren. Ich nehme gerne alles Geld von euch. Oh, den Preis macht er nicht so sehr. Na gut. Das war's. Wir sind ausverkauft. Vielen Dank, Leute. Vielen Dank. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. So, zwei Diebe. Ich habe nur einen gesehen. Da. Aber nur einer hat geklaut. Auch noch so einen dreckigen Stein, dieser Bastard. Popularität, okay, der ist runtergegangen, das interessiert mich ja nicht. Okay. So, wie sieht's aus rüstungsmäßig? Nicht gut wahrscheinlich, ne? Na doch. So, Rüstung. Kann ich noch nicht. Kann ich noch nicht, da brauche ich noch diese Fledermaus-Dinger. Aber wir haben schon eine bessere Rüstung. Aber noch nicht angezogen, so. Okay, ab in den Dungeon, mitten in der Nacht. Ich würde sehr gerne drei Tränke noch mitnehmen.
Gut, dann würde ich sagen, müssen wir auf jeden Fall Stufe 3 erkunden. Und dann passt das schon. Weil dafür kriegen wir dann richtig coolen Stuff. Können wir unsere Rüstung noch weiter verbessern? Wobei, das können wir jetzt schon, wenn wir die richtigen Sachen finden. Oh, Geld kann ja nie schaden, ne? Aber ich würde halt gerne den Boss bezwingen. Wir haben halt jetzt auch genug Geld, um so ein Portal aufzustellen. Oh, hier kann ich durchrushen. Haut rein, Jungs. So, hier kann ich auch durchrushen. Kriege ich eh nicht viel von euch. Oh, das gefällt mir. Da will ich gerne hin. Zieh dich, hör auf mich zu starken. Oh, Samen. Heißt, da sind auch nur zwei Gegner und die geben mir nicht mal was. Was zur Hölle ist das? Seht ihr das? Da ist doch irgendwas. Irgendein Zeichen. Gut, hat sich nicht gelohnt, da reinzugehen. Hätte ja meinen können, dass man wenigstens etwas richtig Gutes bekommt. So, ich hoffe auf einen Brunnen, weswegen ich mich jetzt nicht heilen werde. Und die Fledermaus-Dinger brauche ich. Ich weiß, es sind keine Fledermaus-Dinger, aber ich tue einfach mal so, als wären das Fledermaus-Dinger. So, was hast du denn so Schönes für mich? Ja, nichts. Gut, ich kann die eigentlich direkt verkaufen. Ne? Also, geschenkten Gaul schaut man ja nicht ins Maul, ne? So, das kann alles weg. Das will ich nicht. Ich will nur den guten Stuff haben. Schon wieder verschlossen. Nein, nicht mein Lieblingsgegner. Hass. Ich verspüre Hass. Jede Menge. Aber Hass ist ja keine Emotion. Komm, schlag zu. So, na gut, die brauche ich endlich, ne? Komm. Du kannst bleiben, du kannst weg. Komm, so ein Brunnen wäre echt schön, ne? Also ich würde mich freuen. Ach, komm. So, es tut mir leid, ich muss leider an euch vorbei. Alter, ich hab doch so ein Pech, ey. Weißt du, drei Wege und ich gehe die beiden falschen. So viel Pech muss erstmal ein Junge haben wie ich. Ich weiß, endlich würde ich ein Mann, aber ich bin trotzdem irgendwo hängen geblieben. So. Ach nein. Ist doch gut. Mistviecher. Einmal in die nächste Ebene, bitte. Ich könnte jetzt zum Brunnen zurück, aber... will ich auch nicht ein. So, direkt zu Nummer 3 will ich. Ich weiß nicht, warum eine zu sind, einige offen. Aber die Goldtruhe nehme ich sehr gerne. Auch, dass der dritte Schlag nicht sitzt. So, was haben wir denn hier? In den Laden zurück. Gegenstand geht kaputt. Ja, gut. Oh, eine Fleischpeitsche. Ja gut, aber dafür brauche ich eigentlich nicht viele, ne? Ich möchte die hier gerne nach Hause schicken. Und
Und möchte ich noch irgendwas nach Hause schicken? Ja, also hier, das Ding hier, komm, was soll's. Ja. Ist ganz vernünftig, wenn wir die nach Hause schicken. Was machst du? Gut, das hätten wir geklärt. Wieder falscher Weg, war ja klar. Verzeihung, ich muss hier durch. Und auch euch muss ich leider zurücklassen. Ah, scheiße, eine Truhe. Nein, ho, 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 ho. Das war close. Ach, Kacke. Habe ich mich treffen lassen. Und schon wieder. Huch. Ich brauche ermächtigende Kristalle, um meine Waffen zu verzaubern. Aber die scheint man nur selten zu finden. Jedenfalls nicht in Kisten. Ja, ich finde die ganze Zeit welche. So, du kommst bitte und du kommst bitte und meinetwegen doch. Nein. Warum du als Gegner? Alles. Boah, dich kann man nicht treffen. Du bist genauso schlimm wie der Blob. Geht doch. Da ist wieder... Das sind auffällige Steine, ne? Ganz seltsam. Gut, ich werde auf jeden Fall, sobald wir auf der dritten Ebene sind, ein Portal setzen. Oh, shit. Wir werden nach Hause... Oh Gott, ich vergesse, dass hier Gegner sind. Nach Hause gehen und die Folge dann da beenden. Wenn wir es überleben. Aha, tot. Ich hasse euch, ne? Gott, wie ich euch hasse! Das hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. Oh. Ich kann schon nichts mehr tragen. Oh, Mist. Mist. So, okay, dann du kommst dann erstmal da rein. Dich brauche ich nicht. Kommt ihr da rein? Ups. Obwohl, ja, ja. Ihr seid sowieso nicht viel wert. Nicht so viel. So, komm. Nächstes Level. Hier. Oh, na, oh nein. Oder. Was zum Fick? Was habe ich gemacht? Oh du scheiß Blob! Oh nein, falsche Taste gedrückt. Ah, ist das bitter. Okay, einen der Schlimme aufgehalten. Ich will diese komische Blocktruhe haben. Okay, geschafft. Das ist ein Challenge-Raum. Wie krass. Oh, wow. Oh, das ist der geilste Scheiß, den ich jemals gesehen habe. Oh, ach Gott, wie... Was soll denn das? Ich habe hier mein Leben riskiert. Nochmal mache ich den Scheiß nicht. Ich hasse euch alle. Ich habe nicht mehr genug Leben. Ich muss es schaffen.
Fuck. Ich schaffe das. Ich schaffe das. Bitte sei hier ein Heiltrank. Okay, ich glaube, wir bauen hier das Portal schon auf. Ist sowieso billiger, glaube ich, wenn wir es hier machen, ne? Ja gut, sehr viele Möglichkeiten gibt es eh nicht. Ja, dann bauen wir hier das Portal jetzt auf. Ich werde hier sonst, ich werde hier bestimmt nicht freiwillig sterben. So, wir haben sogar Tag. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder. Wir verkaufen ein paar Sachen gleich zu Anfang. Und ich werde jetzt erstmal ein bisschen Inventarmanagement machen. Und dann sehen wir uns. Haut rein. Tschüss.